Und hallo und herzlich willkommen wieder zurück zu Might and Magic 7. Ach ja, wir befinden uns im Himmel. Und in dem Himmel war ich auch gerade eben. Ja, boah. Denn da hat mich doch ein kleiner Müdigkeitsschock übermannt. Und so ein kleines Nickerchen auf dem Sofa hat mir so richtig gut getan. Ne? Meinst du nicht auch, Bürgerin? Willkommen. Gebt Acht, dass ihr hier nicht aus den allen Wolken fallt. Ja, richtig. Haben wir schon mal gemacht hier. Und dann fallen wir runter nach Bracada. Also. Und danke, dass wir dann auch Federfall haben, denn dadurch bleiben wir sogar am Leben. Genau. So. Wir sammeln hier Erfahrungspunkte und haben jetzt inzwischen schon genug, dass wir sogar schon wieder 10 Stufen aufsteigen können. Wir gucken gleich mal auf unseren Kalender und sehen, wir haben Dienstag. Wieso haben wir Dienstag? Wieso haben wir jetzt Dienstag? Hatten wir nicht Sonntag erst noch gehabt letztens? Wir hatten doch noch Sonntag gehabt letztens. Achte. Nee, 8. Oktober war ein Montag gewesen. Interessant. Moment. Haben wir noch das gleiche Jahr? Ja, haben wir noch. Genau. War das richtig? Dienstag, Montag, Samstag. Nee, richtig. War richtig. Ach du meine Güte. Ja. Also wir haben das letzte Mal eine ganze Menge Quests angenommen. Und zwar von diesen Herrschaften hier, ne? Hier. Guck mal. Resurrectra. Ne? Und von dem hier. Crackhack. Genau. Und von dem hier haben wir es sogar direkt erfüllt. Sir Cunningham. Und von dem hier. Robert der Weise. Robert der Weise. So. Und jetzt gucken wir doch gerade mal auf die Liste. So, wo ist er? Might and Magic 3. Charaktere. Ne, wo haben wir es denn? Ich hatte hier irgendwo Might and Magic 3. Mann. Wenn man es einmal finden will, dann findet man die Seite nicht mehr, ne? Komm, dann machen wir halt Might and Magic Wiki-Seite. So. So. Wenn man es einmal sucht, dann findet man es nicht mehr. Das gibt's doch nicht. Might and Magic 3 Heroes. Nein, ich will kein Heroes. Ist ja auch vollkommen egal. Ich hab doch ein Bild davon gemacht und hab's mir abgespeichert. Genau. Ich hab mir ein Bild davon gemacht. So. Das machen wir jetzt mal ganz groß. Und blenden's ein. So, hallo. Und hier sind wir wieder. Wir finden uns hier bei Might and Magic 3, ne? Und wir gucken uns an, das hier ist aus der Quick Reference Chart. Und da sehen wir 6 Leute aus Might and Magic 3, nämlich von der Startgruppe, die man dort einfach so nehmen kann. Und da haben wir einen Platz 1, der Paladin, Sir
Cunningham. Und dann der zweite. BAR. Was ist denn BAR eigentlich nochmal? Barde oder was, ne? Bariton. Nee, hä? Barde? War das ein Barde? Ein Schütze war das wahrscheinlich, ne? Das ist BAR ist wahrscheinlich ein Schütze. Crackhack, ne? Und der Kleriker, die Klerikerin, Resurrectra, genau. Die befinden sich hier, zusammen mit Robert dem Weisen, der hier nicht draufsteht, aber der, glaube ich, als Charakter zusätzlich gewählt werden konnte. Der damals in Might and Magic 3 konnte man 6 Charaktere spielen, eigene erstellte. Und man konnte halt mindestens einen eigenen Charakter erstellt haben und dann den Platz 2 bis 8 mit sogenannten Hirelings, das sind die wir jetzt hier nur oben rechts haben, die mir so Boni geben, die konnte man dort aber finden, also es ist ähnlich wie wir es in Might and Magic 1 und 2 auch schon gemacht haben, ne? Da haben wir ja auch zusätzliche Leute, gerade in 2 haben wir zusätzliche Leute genommen, die uns einfach geholfen haben. Dann waren wir 8 Leute, konnten mehr machen und die sind einfach mitgelaufen, haben Geld gekostet pro Tag. Ne? So, und da muss Robert der Weise auch gewesen sein. Was Interessante ist, hier haben wir noch andere dabei. Maximus, Darkshade, Castore und auch noch einen Heierling namens Tolberti. Zusammen sind es 8 Leute. Und genau diese 8 Leute sind im Intro aus dem Ozean, aus dem Meer gekommen. Und offensichtlich sind 4 davon hier zu dem hier gegangen. Und die anderen 4 sind zu dem anderen gegangen. Sie haben sich gestritten. Sie haben sich gestritten. 4 waren gut, 4 waren böse. Und damals mussten die Charaktere auch noch wählen, ob sie gut oder böse waren. Und der hier war ein guter, das war ein guter. Resurrectra waren guter. Castore, Darkshade und Maximus waren keine guten, waren böse. Und die anderen 2 sieht man hier jetzt nicht, ne? Also, nur mal so als kleinen Hintergrund zu Might and Magic. So, jetzt machen wir es wieder weg. So. Dass sie nämlich hiermit an die alten Spiele wieder anknüpfen wollten, ne? Was sie im 6. Teil ja nicht gemacht haben. Da haben sie einfach mal was Neues probiert. Neue Welt und die alte Story mal nicht weiterführen. Und hier knüpfen sie irgendwie an die alten Spiele wieder an. So, darauf erstmal eintrinken. So. Jetzt guckt mal, meine Leute gucken schon wieder so total schwach hier. Ich fürchte, ich muss... Ich muss erstmal in irgendeinen Tempel oder so rein. War da nicht auch ein Tempel irgendwo zum Heilen? War der hier vorne oder war der hinten? Nee, der war sogar hier hinten. Ja, och Mann, geh mir aus dem Weg, Engel. Mann. Wir sind jetzt auf jeden Fall Brüder des Lichts. Also lernen wir jetzt auch Luft. Achso, wir haben ja noch mitten in der Nacht. Ja, wo ist denn da der Tempel? Ist das der Tempel? Ja, das ist zwar der Tempel des Lichts, aber... Irgendwo muss doch hier noch das... Ach so, das bist so. Du bist nur so. Gut, dann gehen wir halt wieder zum Eingang. Bin jetzt mal gespannt, ob ich nochmal in die Nebelwände jetzt gehen kann. Hm,
war der doch. Ach, der war vielleicht doch hier in der Mitte. Mann, geh doch weg da, du doofer Engel. Oh. Hier ist es eh schon so eng. Ramirez Residenz. Ich weiß noch nicht, was mit denen hier ist, ne? Ich hätte mich doch wohl irgendwo hier heilen können. Ach, weißt du, komm. Wir haben eh Nacht, weißt du. Wir haben eh Nacht, das heißt, hier geht's sowieso nicht. Komm. So. Ihr braucht unsere heilenden Ja. Kräfte. Brauchen wir auch. Schwach. So, schwach. Vorsicht auf Euren Wegen. Oh, Miezekatze. Super, das Ding ist weg. Wir haben endlich Platz hier. Wir haben endlich Platz. So. Ein Schlüssel kann dahin. Der Blaster kann dahin. Die Eier. Wir haben einen weiteren Suchgegenstand, das ist der da. Die Eier kommen so. Regeneriert. Rüstungsklasse 8. Das ist ein Questgegenstand. Und so. Also. Im Prinzip könnten wir die eigentlich auch in die nach Harmondale in unsere Kisten tun. Weißt du, die brauchen wir jetzt nicht, solange wir noch nicht Großmeister sind. Brauchen wir die gar nicht, ne? So. Nachdem wir ja jetzt hier so viele tolle Kisten haben, guck mal, ich mache jetzt alle doofen Schriftrollen weg. Ja, Mizi, ist ja gut. Oh, die krächzt hier schon wieder rum wie blöde, ne? So. Alle Schriftrollen weg, die kommen alle oben rein. Oben haben wir noch Bettlektüre, ne? Da kommen alle Schriften rein. So. Und jetzt kannst du. So. Eins. Zwei. Drei. Kein Platz. Ja, und der vierte passt nicht, ist ja klar. Nein, du sollst ihn nicht wegschmeißen. So, aber der vierte passt nicht, das ist doof. Na gut, dann muss der halt so bleiben. So. Den Dolch. Den Dolch. Da haben wir noch mehr Magier-Dolche. Den Helm. Die Schuhe passen sogar auch. Sehr schön. Und das Ding passt nicht. Dann behältst du das halt, ne? Ja, du sollst es da einpacken und du nimmst sämtliche Schriftrollen hier. Ich glaube, du kannst die Umhänge auch da reinpacken, so. Genau, und du latscht jetzt nach oben. Oben ins Schlafzimmer, da kannst du die Schriftrollen jetzt als Bettlektüre reinbringen, bitte, ne? Naja, okay, wir haben auch hier ein paar Kisten. Wir haben hier aber auch so ein schöne,
So eine schöne große. Da können wir nämlich auch alle reinpacken. Alle komischen Questrollen, die wir hier gefunden haben. Teilweise haben wir sie ja sogar doppelt gefunden. Das waren dann die in dem Zwerggebiet. Hügelzwerge. Zwergenhügelgräber meine ich. Denn dort haben die Kisten, sind die Kisten ja wieder respawned. So. Gut, wunderbar. Haben wir das jetzt auch? Das haben wir ja schon gesehen. Und da fällt mir ein. Wie spät haben wir es? Ah ja, wir haben ja gleich morgen. Alles klar. Gut. Wir porten mal nach Celeste hoch. Und da wir ja jetzt bald morgen haben, ich will jetzt noch einmal checken hier. Ja. Ach, da war wieder ein Engel im Weg. Ich dachte schon, warum geht's denn jetzt nicht weiter? Ich will es nochmal checken, wenn ich jetzt hier die betrete, ne? So. Und wir wollen ja nun mal schnell durchlatschen. Zeit für einen Kampf. Ob ich jetzt nochmal mir die Fesseln holen kann? Offensichtlich schon, ne? Die hier, das scheint sich echt immer wieder zu füllen, ne? Gelbes Fass. Geschick. Geld. Violettes Fass. Geschwindigkeit. Ja, das scheint sich echt zu wiederholen, ne? Gut. Latschen wir jetzt mal so rum. Machen wir das noch einmal jetzt hier, wenn wir gerade drin sind. Und Geld und orangenes Fass. Ja, kriegst auch mal ein bisschen Intelligenz nochmal. Nochmal Intelligenz. Wie viel hast du schon? 125. Plus 146. Okay. Mhm. So. Violett, du kannst mal ein bisschen schneller werden. Und du darfst ein bisschen stärker werden. Genau. Weil 63 Stärke, okay. Zu 50 Stärke, okay. Ja, denen fehlen halt die die schwarzen Tränke, ne? Ja. Grünes Fass. Ausdauer 75. 100. 66. Ja, dann kriegst du das. Und du wirst ein bisschen stärker. Jawohl. So, Gegenstände nehmen wir nicht. Das sind. Da werden wir, müssen wir nur wieder Zeug verkaufen. Guck mal, wir haben jetzt hier ein paar Brocken nur aufgenommen und wir haben jetzt schon wieder 20.000 gemacht. Also an Geldmangel haben wir hier jetzt nicht mehr. Man geht einfach hier rein, nimmt sich Geld. Na? Also dieser Dungeon, diese Nebelwände, die gehen offensichtlich nicht weg. Die werden immer wieder aufgefüllt. Ne? Die werden immer wieder aufgefüllt. Dementsprechend ist ab diesem Zeitpunkt hier oben zu sein und sich da unsichtbar durchzwängen zu können, letztendlich
der Punkt erreicht, dass man never-ending Geld hat, ne? Ich habe ja schon noch 600.000 auf der Bank liegen und 300.000 habe ich eh hier. So, wir haben 6 Uhr morgens. So. Besondere Tränke, genau das Richtige für euch. Ja, gut, ihr habt ja nichts Tolles. Willkommen in der Luftgilde. Luftgilde, hast du vielleicht irgendwas Schönes? Fliegen, Luftresi, nein, hast du nicht. So, was ist mit dir? Willkommen in der Gilde des Lichts. Habe ich jetzt langsam Licht? Habe ich gar nicht. Wie? Ich möchte aber in die Lichtgilde rein, ne? Wo lerne ich denn das jetzt? Wo lerne ich denn das jetzt? Dass ich in die Lichtgilde will. Dass ich Lichtzauber sprechen will. So, ich bin jetzt Teil des Lichts, ne? Der Zugang zu diesem Bereich ist verwehrt. Anweisung, falls ihr seinen Thronsaal sucht, geht. Super. So, Gavin, hä? Wieso bin ich nicht in der Lichtgilde? Sag mir das mal. Wieso bin ich nicht in der Lichtgilde? Was ist denn das schon wieder für ein Unsinn hier, ne? Darf ich das Ganze jetzt ohne Lichtgilde durchspielen, oder wie? Oder wie? Hä? Ich verstehe es einfach nicht. Kriegt man das erst, wenn man befördert ist, oder was? Dass man dann überhaupt in die Lichtgilde darf, oder wie? Ich verstehe es wirklich nicht, ne? Ich verstehe es wirklich nicht, ne? Na gut. Oder war der unten doch in Bracada, ne? Irgendwo. Da war doch auch ein Tempel des Lichts, ne? Also ich kann jetzt nochmal hier hingehen. Jetzt gehe ich nochmal hin und kaufe jetzt einfach mal einen. Ja, geh doch mal aus dem Weg, Mann. Kaufe jetzt einfach mal einen Zauber. Irgendeinen. Wenn ich schon mal hier bin.
Willkommen in der Gilde des Lichts. Magie vertreiben. Untote vernichten. Lichtpfeil. 2900. Lichtpfeil. Solarstrahl. 21.000. Okay. Ich meine, okay, gut. Also vielleicht kaufen wir uns die guten Sachen zuerst. Tag der Götter. Prismenfeuer. Das ist ein Expertenzauber. Tag der Götter. Prismenfeuer. Solarstrahl. Solarstrahl. So. Magie vertreiben. Lähmen. Und Tote vernichten. Lichtpfeil. Und Lichtpfeil nehmen wir noch ein zweites Mal. So. Das kann ich nicht. Tja, super. Kannst du noch nicht lernen. Okay. Aber jetzt haben wir es wenigstens mal gekauft. So. Ich meine, wir haben ja eh genug Geld. Wo gehen wir denn jetzt hin? So, wir haben jetzt Missionen. Wo haben wir unsere Missionen? Ups, das war irgendwas anderes. So. Also wir haben drei Missionen in Daedra, ne? So. Eine in Efley, eine die Arena, da brauchen wir noch eine Weile für. Und eine auf den Evermorn-Inseln. So. Evenmorn-Inseln. Evenmorn geht immer nur sonntags. Arena geht auch immer nur sonntags. Also werde ich einmal Arena aussetzen müssen, um auf die Evenmorn-Inseln zu kommen, ne? Und dann werden wir gleich den nächsten Sonntag machen, damit wir Evenmorn nämlich zuerst machen, ne? Da müssen wir nämlich nur einmal hin. Gut, dann düsen wir erstmal nach Efley, genau. Genau, gucken wir mal. Düsen wir dienstags, ne? Wir können ja gucken. Cast. Zack. Nach Tylerianischen Forst. Oh. Ich fliege nicht mehr. Jetzt fliege ich wieder. So. Fehlt mir noch ein Zauberspruch hier? In der Gilde des Wassers. Ich glaube, mir fehlt auch kein Zauberspruch mehr, ne? Ach nee, bei der Körpergilde fehlte mir einer, genau. Bei der Körpergilde fehlte mir einer. Wie viel mal Wasserwandeln hast du denn da? Willkommen in der Luftgilde. Unsichtbarkeit, Implosion. Haben wir alles schon, okay. Nee. Wir checken mal hier. Guten Tag. Zwei Tage bis Daedra. Alles klar. Wir haben unsere Meinung gerade geändert. Wir fahren nach Daedra und fangen mit den Daedra-Quests an. Guten Tag. Die Nachrichten, die ich gesehen hatte, sagten, dass Daedra nicht unbedingt gerade
als das tollste, sicherste Gebiet irgendwie bekannt war. Oh, jetzt habe ich zu viel ausgegeben, aber die paar Cent werde ich noch überstehen. Einige sind rot, ne? Andere sind grün. Da muss ich wohl jetzt echt aufpassen. Einige sind echt... Es. Und, deswegen fliegen wir hier. Wenn irgendeiner was von mir will. Will er was von mir? Ja, du willst was von mir. Okay, dann... Du willst mich angreifen. Dann... Greif mich an. So, die anderen wollen nichts von mir. Die Goblins wollen nichts von mir. So. Hier, du hast irgendwas... Komm ich hier auch anders rein? Du hast irgendwas von Feinden gesagt. William Setags Turm. Die Tür ist nicht verschlossen und unbewacht. Das Eisen des Türknaufs ist rostig und in einer Ecke des Türrahmens hängt ein kleines Hornissennest. Lasst uns etwas töten gehen. Das weiß ich nicht. Wir legen uns gleich mal das zu. Das sieht gut aus. Offensichtlich hat er einen Schwertkämpfer hier. Oh. Ja, das war's. Alles klar. Gut. So, das ist der Tower. Und man kann diesen... Knopf drücken. Offensichtlich uns nach oben fährt. Nun Katze. Au. Nun Katze. Ha. Ups. Nie gesehen. William Setag, den Kämpfer ich hier. Nie gesehen. Au! Au! Das weiß ich nicht. Oh, Hilfe! Okay, wir casten geteiltes Leben. Damit habt ihr euch wieder ein bisschen... Oh. Ach Mann, warum triffst du nicht? Okay, wir casten. Eisstrahl. Jawohl. Kann sogar zweimal schlagen in der Zwischenzeit. Das weiß ich nicht. Du hast irgendjemanden entführt. Gib ihn wieder her. Schaden. Jetzt haust du plötzlich ab.
Das ist aber jetzt nicht sehr schlau gewesen, ne? Also da muss ich sagen, da sind die anderen schlauer, die bis zum Ende kämpfen und sich am Ende nicht noch kaputtschlagen lassen, ne? So. Du hältst dich mal komplett. Ja, ich hätte Segen machen sollen, genau. Ich hätte Segen zaubern sollen, damit wäre ich bei ihm durch. Aber ich habe irgendwie nicht gedacht, dass ich das alles brauche, ne? So. Ein Ring. Und du hast einen Schlüssel. Weiß ich. Ein Ring, der ist unidentifiziert. Lächerlich. Ein Ring, den man verkauft. Okay, da ist eine Tür. Da ist eine Tür. Wir haben zwei Türen. Er stand vor dieser hier. Hallo? Ihr seht nicht wie die normalen Anhänger Williams aus. Hallo? Hilfe! William hat mich entführt und in diesen Turm gesperrt. Bitte holt mich hier so schnell wie möglich raus. Ich will noch nicht sterben. Tausendmal danke, dass ihr mich aus Williams Klauen befreit habt. Okay. Wie, das war's jetzt schon? Das war jetzt alles von seinem Tower? Wirklich zu einfach. Oh, noch ein Schwertmeister. Dr. Watson betäubt ihn. Das war jetzt das erste Mal, dass ich das gesehen habe. So. Du castest jetzt mal Heroism. Oh. Komm, gib ihm Saures. So, dann musst du ihn jetzt mal heilen, ne? Sonst ist er gleich weg. Und Segen, so. Nun, Katze. Au. 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 Komm. Weg ist er. Jetzt haben wir auch keine stummen Leute mehr, Leute mehr hier, die irgendwas tun können, geschweige denn irgendwelche sonstigen. Wir haben die nette Frau gerettet, die hier in diesem Turm eingesperrt wurde. War? So. Schnappen wir uns noch ein bisschen Geld. Entschärft. Ach, und in der Truhe ist nichts drin. Na, klasse. Aber hier drüben haben wir noch einen wertlosen Kettenpanzer. So viel dazu. Und seine eigentliche Truhe, die wertlos. Auch vollkommen Lächerlich. Wertloses Zeug enthält. Alles klar. Das war dieser Tower. Okay, also... Das soll die Maid in Not gewesen sein. Ne? Das war die Maid in Not. Befreit Alice Hargreaves aus William Turm in Danger und sprecht dann mit Sir Charles Kinchard. Ah. Okay, gut. Alles klar, wenn das soweit ist. Williams Turm. Weiter geht's. Wie spät haben wir es eigentlich am Tag? Wir haben 10.28 Uhr. So. Jetzt gibt es hier noch diesen zweiten Turm da oben. Wo ich leider nicht so hoch fliegen kann. Aber ich fliege so schnell ich kann hoch. Und werde durch die Vordertür reingehen. Ja, gut. Ihr...
Ihr zwei Goblins hattet mich noch das letzte Mal in Ruhe gelassen, jetzt nicht mehr. Aber dafür ist er jetzt leer, ne? Und... Federfall. Wunderbar. Und jetzt fahren wir hier hoch. Ach, aber die Brücken sind nicht mehr da. Okay, gut. Moment, die hinter mir auch. Nee, da war es nicht. Wo war denn das jetzt nochmal? Ah. Und die Brücke da drüben wird... auch ausgefahren. War doch das hier, oder? Und bringt das Gewicht im Turm von oben nach unten, kehrt dann zu William Lasker in die Kanalisation zurück. Mhm. Muss ich das irgendwie noch abschneiden oder was? Er hatte doch eigentlich gesagt, dass man dieses Gewicht nicht, hatte er nicht irgendwas davon gesagt, dass man dieses Gewicht nicht, nicht finden soll, damit sie dann bei der... Nee, wo ist denn das jetzt? Ist das jetzt hier? Ist das jetzt hier, hier am Eingang? Ach, hier ist es jetzt. Ach, so. Okay. Jetzt ist es hier. Das war's schon, ne? Na gut. Das war's tatsächlich schon. Das ist halt, wenn man die Dungeons macht, bevor... Oh, jetzt. Oh. Zufällig eine Kiste entdeckt. Wer sagt's denn? Das ist halt, wenn man die Dungeons macht, bevor man, bevor man die Quests kriegt, ne? Dann muss man nur reinlatschen und ist fertig, ne? Hier wachsen überall diese Blumen. Die brauchen wir aber nicht. So, was war jetzt nochmal die nächste Aufgabe?
Holt den perfekten Bogen, das ist in Effley. Berückt die Bäume. Okay, das ist woanders. Das ist woanders. Weit den Altar des Bösen, das ist woanders. Findet das Buch Gottes Eingriff im Brutgehege in der Grube und bringt es zu Thomas Gray. Holt die Altarstücke des Tempel des Lichts und Tempel der Finsternis. Okay, ich würde mal sagen, diese zwei Sachen, Tempel des Lichts und Tempel des Finsternis, das ist, was wir jetzt hier unten, was uns jetzt hier unten erwartet. Hier in der Grube, so. Und deswegen speichern wir nochmal. Gehen im Rundenmodus und gucken mal, was uns hier in der Grubenhalle bevorsteht, weil hier habe ich ja schon alles ausgeräuchert, ne? So. Ah ja, da geht's auch wieder runter, ne? Oder hoch? Nee, es ging runter. So, jetzt sind wir wieder unten. So. Das hier haben wir ja auch schon ausgeräuchert. Die Frage ist, komme ich jetzt da vorne hin? Also hier in der Grubenhalle ist jedenfalls nichts, ne? Hier in der Grubenhalle ist jedenfalls nichts. Sollte in der Grubenhalle irgendwas sein? Nee. Ah, jetzt steht da die Grube betreten. Jetzt wird mal gespeichert. So. Lasst uns etwas töten gehen. Oh. Ja, die sind alle ziemlich böse zu mir, ne? Muss ich mich jetzt durch die muss ich mich jetzt durch die Grube kämpfen oder was? Steht hier nochmal was? Was steht denn hier nochmal drin? Wie heißt das genau? Im Brutgehege in der Grube. Im Brutgehege. In der Grube. Und bringt es zu Thomas Gray in der Schule der Zauberei zurück. Okay, gut. Katze. Au. Gut. Wir machen Schutzzauber. Geistesschutz auch. Natürlich machen wir auch Wasserschutz. Natürlich machen wir Schutz gegen Magie. Natürlich machen wir... Ja, jetzt machen wir Wasserschutz. Und... Körperschutz. Steinhaut. Heldentat. Segen erneuern wir auch. Ich glaube, damit hätten wir jetzt eine ganze Menge.
die auf unserer Seite wären. Oh, shit, da kann man nicht lang. Das ist... Sie kommen. Oh, scheiße. Das ist nicht gut. Ja, ich sehe es schon. Ich kann da nicht drauf. Vielleicht zaubere ich mich auch einfach nur unsichtbar. So. Und dann schauen wir uns erstmal um. So. Und dann schaue ich mich erstmal um hier ein bisschen. So, die laufen wir nicht auf den Wegen rum. Okay, hier haben wir einen Laden. Die haben zu. Ach, und die haben auch jetzt zu. Wir haben 2 Uhr nachmittags. Das ist der nächste Laden da drüben. Okay. Ach Leute, lasst mich einfach mal durch. Ach scheiße, man muss hier durch das Feuer latschen oder was, ne? Super. Herberge. Da spielen sie Schach, alles klar. Wer ist das? Fest Finsterschmerz. Schattenmagiemeister. Archibald. Archibald, der Großmeister der Schattenmagie, lebt in der Festung der Totenbeschwörer. Seelengefäße. Die einzigen auf der Welt, die Seelengefäße herstellen können, sind die Hexer von Nigon. Es ist ihr Berufsgeheimnis und das ist seltsam, da sie mit den Seelengefäßen eigentlich gar nichts anfangen können. Auf jeden Fall müssen wir immer wieder mit ihnen über die Gefäße verhandeln, damit wir weiterkommen. Natürlich haben wir von Zeit zu Zeit auch Gefäße von ihnen geraubt. Aber dann heben sie aus Rache die Preise. Wahrscheinlich ist das Leiden uns, das Leiden unser Schicksal. Mhm. Oh, der Licht starrt euch eine Weile an, bevor er spricht. Wer wagt es, mich zu stören? Sterbt die Herren. Euer Rang spielt keine Rolle, sobald die Pforte des Todes durchschritten wurde. Da ihr den Pfad des Lichts gewählt habt, könnt ihr keine Leiche mehr werden. Das Ritual würde euch abstoßen und ihr würdet den echten Tod sterben. Aber dafür braucht ihr meine Hilfe nicht, oder? Ich fürchte, ich werde mich echt durchkämpfen müssen. Sandresidenz, wer ist das? Hier kann man zum Ninja ausgebildet werden. Wollt, dass ich euch ausbilde? Ihr habt mich ein Pfadfinder, bringt höchstens einen Dolcharm zum Zucken. Verschwindet aus meinem Blickfeld, bevor ich euch tatsächlich mal das Kämpfen zeige. Verschlüsselung, Mitglied der Erdgilde. Verschlüsselung. Spione treiben sich an solchen Orten rum, meine Freunde. Wenn ihr wollt, dass eure Briefe und Kommuniqués geheim bleiben, solltet ihr einen Code verwenden. Wenn wer etwas aufschreibt, in der Bibliothek des Schlosses gibt es ein Buch, indem ihr mehr darüber erfahren könnt, meine Freunde. Die Rituale. Nun, Katze. Eingefrorenes Vermögen. Nun, Katze. Flamme der Verdammnis. Ja, ihr seid schon fast tot. Hier ist eine Herberge.
Ich sehe schon. Au. Hier ist noch eine Herberge. Hier ist noch eine Herberge. Hier ist noch eine. Ach, hier sind wahrscheinlich wieder Berater irgendwann auch untergebracht. Nee. Dass das nicht nochmal vorkommt. Der ideale Zeitpunkt, um wieder zu verschwinden. Ach, das ist das Brutgehege. Okay. Das heißt, hier mal rüber. Und dann bin ich schon im Brutgehege. Okay. So, das Brutgehege ist das eine. Holt den Altar der Stücke aus dem Tempel des Lichts und Tempel der Finsternis und das Brutgehege. So. Jetzt machen wir nochmal die Karte auf. Jetzt haben wir uns mal ein bisschen durchsucht. Also, wir sind hier rein. Von oben sind wir rein. Okay. Dann haben wir hier Waffenschmied und den Rüstungsschmied gefunden. So. Und das hier ist das Brutgehege. Also zack, zack. Also ohne entdeckt zu werden, könnte ich, wenn ich einmal so komplett rumlaufe, kann ich bis zum Brutgehege machen. Oder ich laufe so weit, springe hier rüber und gehe direkt ins Brutgehege runter. So. Ohne groß zu kämpfen. Jetzt ist die Frage, irgendwo muss auch noch der... Tempel sein. Ist der überhaupt hier drin? Und wo ist die... Ach, die Taverne ist in der Mitte. Da bin ich nicht gewesen. Okay. Trainingshalle habe ich gesehen. Genau. Trainingshalle habe ich gesehen. Ja, okay, das war nur noch einer und dann... Ah ja, Alice Hargraves haben wir noch, okay. Das heißt, die läuft auf jeden Fall mit, ne? So. Hier muss es doch auch einen Altar geben. Oder nee, einen. Oder gibt's den nur in der Breeding Zone selber? Ich brauch doch noch einen. Es muss doch auch noch einen Altar geben. Nein, nicht Altar, einen Obelisken geben, oder? Und natürlich muss ich hier einmal noch in der Taverne spielen. Genau. Lasst uns abhauen. So, also wir müssen noch mal einen auf heimlich machen. So. Irgendwie müssen wir noch mal einen auf heimlich machen, ne? Ich... Das Gefühl... Ich habe irgendetwas übersehen, gerade eben bei den... Ich meine, wir konnten auch nicht richtig gut durchsuchen, aber gut.
Ist halt so, ne? Und irgendwie fehlt mir auch die Hälfte. Ich glaube, irgendwie fehlt die Hälfte von dem, was ich hier habe, ne? Ich habe bestimmt die Hälfte nicht gesehen, ne? Ja, ich habe bestimmt die Hälfte nicht gesehen. So. Also, werden wir jetzt mal die Unsichtbarkeit wählen. Und hineingehen. So, die Geschäfte interessieren uns nicht. Da in der Mitte komme ich. Ohne mich zu enttarnen, komme ich da nicht lang. Okay. Danke, dass ihr durchgeht. Bin ich ihn jetzt? Halle des Vampirs? Ach so, jetzt bin ich hier auf der anderen Seite wieder. Ach, okay. Wir haben zu. Ach so, also, ihr habt... Hier übernachten wir doch nicht. Ach, ihr habt ja jetzt zu. Stimmt ja. Ach, die Geschäfte haben ja jetzt zu, verdammt. Ja gut, dann wieder durch. So, da hinten ging es noch an der Seite weiter. So. Ach, Leute. Ach, okay. Gut. So, okay. Jetzt kann ich mich hier wieder neu unsichtbar machen. Sehr gut. Herrscherin der Toten. Okay. Mhm. Ja, den Kram auszuräuchern. Oh Gott, was ist das jetzt? Leute. Was ist das? Was ist das für ein Laden? Wir haben zu. Ach so, ihr habt auch zu. Okay, ihr habt auch zu. Die haben zu. Ach Mann, ich hätte vielleicht zu einer Uhrzeit reingehen sollen, wo ich wusste, dass die offen haben, ne? Aber ich bin ja nicht zum Einkaufen hier, ne? Die haben zu. Das ist die Schattengilde. Also die Verkaufsgilde, ne? Das ist auch ein Shop. Okay, also hier sind nur Shops. So.
Ach, ich bin jetzt bei woanders rausgekommen. Okay. Ich dachte, ich habe jetzt irgendwas übersehen, ne? Aber hier, die haben auch nur Shops. So, wir müssen halt auf jeden Fall bis abends warten, bis wir in die Taverne können. Was ist das? Herberge? Da will ich aber nicht rein. Was ist das? Auch eine Herberge. Hier geht es auch noch weiter. Wir können euch helfen. Okay, Tempel der Finsternis und ein Heiler. Schauen wir uns das an. Ach. Feinde in der Nähe. Okay, das heißt, jetzt muss ich, glaube ich, eh kämpfen, ne? Ja, jetzt muss ich eh kämpfen. Kann sein, dass ich aus dem hier mich auch wieder rausporten muss. Wo seid ihr denn? Seid ihr hier? Links und rechts? Ihr seid irgendwo oben? Okay, gut. Zack, so. Ja, ich würde sagen, diesen Tempel machen wir beim nächsten Mal. Es ist schon über eine Stunde her. Wir sehen uns im nächsten Teil. Bis denn, sagt der Captain.